Ein großes Versprechen feiert heute Premiere. Der Film handelt von einem Paar, das mit seinem Renteneintritt und ihrer MS-Erkrankung zu kämpfen hat. In 4 Wochen bist du offiziell ein alter Mann. Das Liebesdrama Ein großes Versprechen handelt von einem Ehepaar, Juditha, gespielt von Dagmar Manzel, und Erik, gespielt von Rolf Lassgard, die seit über 30 Jahren verheiratet sind. Nun geht Erik in den Ruhestand und endlich mehr Zeit füreinander. Gemeinsame Träume leben, das ist der Plan. Ich kann das Tor alleine. Ich weiß, Schatz. Doch Juditha lebt mit der Diagnose MS, was den Alltag und die Liebe der beiden vor große Herausforderungen stellt. Vielleicht sollten wir eine Fliegekraft leisten. Die Blumen sind in die Erde. Immer wenn du gehst, Erik, verlässt du mich. Happy are you that it's now showing, being shown? The whole feeling is at last. Before, of course, we have been waiting. We shot it before Corona, and we have been waiting to let it out. So it's a very nice moment now, absolutely. How did you feel when you first read the script? I was absolutely interested from the beginning, of course the script developing during the years, but I was really interested in this story, an older couple that really love each other, and a sickness comes between them. Als Sie das Drehbuch gelesen haben, wie fasziniert waren Sie vom Buch? Na, fasziniert. Ich war sehr berührt. Es hat mich von vornherein sehr bewegt und es war klar, dass ich es unbedingt machen möchte. Und als ich dann hörte, dass mein Partner denn Rolf Lassgard sein wird, war ich natürlich sowas von glücklich, weil ich verehre ihn sehr als Schauspieler und die Zeit mit ihm war auch wirklich ein Geschenk. Haben Sie neue Erkenntnisse über die Krankheit MS sich? Naja, wir haben natürlich viel Kontakt auch gehabt mit Menschen oder mit Einrichtungen. Aber Erkenntnisse selber, ich habe mich natürlich vorgebildet und auf der anderen Seite bin ich über viele, viele Jahre, habe ich einen Freund begleitet, der so eine ähnliche Krankheit hatte und ich also diesen Krankheitsverlauf und all das sehr gut kannte. Es gibt ein paar intime Teile von einem Couple in einem gewissen Alter, das sieht man nicht so oft. Wie wichtig ist es, das auch zu zeigen? Ja, es gehört zum Leben dazu, dass man älter wird und wäre ja nur schrecklich, wenn man immer nur Liebesgeschichten von jungen Leuten sieht. Das ist ja unerträglich. Also die sollen die auch haben, aber die Alten sind auch liebesfähig und Liebe ist zeitlos. Das spielt keine Rolle, wie alt man ist. Ja, also ist ja der Debütfilm von Wendler Nölle und schon die erste Begegnung war für mich sehr, sehr bewegend und so prägend, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt mit dieser Frau arbeiten. Sie ist ein ganz toller Regisseur und Rolf Lassgard ist ja nun einer der großen, erfahrenen Schauspieler international. Und wir beide waren wirklich begeistert von dem Raum, den sie uns gibt zum Arbeiten, aber auch von ihrer Neugierde auf Schauspiel. Und das waren wirklich sehr beglückende Momente, muss man sagen. Kam es denn zu der Geschichte? Meine Mutter hat Multiple Sklerose und ich bin in den Emotionen, die der Film schreibt, aufgewachsen und habe mir überlegt, ich würde gerne einen Film erzählen, wo es um eine Liebesbeziehung, um eine Familie geht, die von einer so schweren Krankheit betroffen ist. Und bin an einen Freund der Autorin, Greta Loré, getreten und die dann eine wunderschöne Liebesgeschichte geschrieben. Ja. Wie kam es denn zur wundervollen Besetzung? Rolf Lassgard war ja immer einer meiner Lieblingsschauspieler, schon seit jeher, und ich hatte ihn immer im Kopf und die Autorin auch. Und Dagmar Manzel bin ich, so ein bisschen durch meine Casterin Sophie Molitoris, habe sie auf der Bühne entdeckt in Gift von Christian Schwocho und dachte so, das ist es. Und dann haben die beiden mich einen Testdreh mit den beiden gemacht und es hat geklickt und es war klar, dass die beiden das Liebespaar spielen. Gleich am Anfang so intime Szenen zwischen einem älteren Couple. Wie wichtig ist das auch heutzutage bei dem Jugendwahn, das zu zeigen?
Ich finde es wahnsinnig wichtig. Also leider ja, es muss man auch sagen, es ist wichtig, auch ältere Frauen, finde ich, zu zeigen. Und Dagmar zeigt sich auch ungeschminkt, was ich wunderschön finde. Und ich finde es total, und ich glaube, das Kino braucht gerade Geschichten auch von älteren Menschen, weil es ist ein Großteil unserer Gesellschaft. Und es ist wichtig, auch über den letzten Abschnitt des Lebens was zu erzählen. Es ist viel beschäftigt, viele Fragen da drin. Ja. Das beantwortet schon meine letzte Frage, aber nochmal, was sind Ihre Ziele mit diesem Film? Man hofft natürlich immer, dass ganz viele Menschen den Film sehen und am besten auch noch international. Ja, und ich möchte so ein bisschen zeigen, dass ein Leben mit Krankheit viele, viele Fragen und viele Themen mit sich bringt, aber dass da drin, gerade wenn es um Schuld und Verantwortung und all diese Emotionen geht, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, sondern ja, dass es einfach eine Herausforderung ist, die man, wenn man einander immer wieder sieht, auch bewältigen kann. Erik, jetzt wird alles anders, ja?